Gibt es eine festgesetzte Zahl, wie oft das Ehepaar miteinander intim sein sollte? Nein, gibt es nicht. Weil die Scharia hat sich nicht eingemischt in Dingen, die mit einem persönlichen Bedürfnis zusammenhängen. Ja? Und das Bedürfnis ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben ein stärkeres Bedürfnis als andere Leute. Ein stärkeres Bedürfnis als andere Leute. Deswegen gibt es keine festgesetzte Zahl. Aber es ist verpflichtend für den Mann, dass er sich um die Bedürfnisse der Frau kümmert. Und umgekehrt, auch für die Frau, dass sie sich um die Bedürfnisse von dem Mann kümmert. Warum? Schaut mal, die Fitna ist sowieso groß, liebe Geschwister. Und wenn das Ehepaar einander genießen darf im Halal, dann sollten sie das machen. Warum? Um der Fitna auch zu entgehen. Um der Fitna auch zu entgehen. Aber natürlich auch für die Leute, die ein starkes Bedürfnis haben. Das heißt nicht, dass man die Gebete vernachlässigen darf. Weil manche Leute sind dann nur noch mit diesem Thema beschäftigt. Ja? Das heißt, sowohl für den Mann als auch für die Frau gilt die Bedingung, sie dürfen nicht ihre Pflichten vernachlässigen. والله تعالى أعلى وأعلم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً.